Dennis, 33 Grad ungefähr, ja, ne? Im Spiel für beide Mannschaften. Ja. Und ihr habt verloren. Heute ja. Lief alles halt ein bisschen unglücklich, ja, gegen uns. Stelzling hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, auch dann in Unterzahl. Deswegen kann man auch sagen, dass sie verdient die 3 Punkte heute hier mitgenommen haben, weil sie auch nach vorne einfach die besseren Chancen kreiert haben. Wir müssen uns ja an der eigenen Nase packen, dass wir es doch geschafft haben, obwohl wir mehr Ballbesitz gehabt haben, recht wenige Chancen zu erarbeiten. Da muss ich gerade sagen, wenig Torchancen, genau, ne? Also keine zwingende Torchancen. Genau. Nein, viel Ballbesitz, leider wenig Effektives vor dem Tor. Viele Ballverluste? Ja, das kommt natürlich dazu, das ist klar. Aber Pech haben wir definitiv gehabt in der 20. Minute, als der gegnerische Tor definitiv mit der roten Karte vom Platz fliegen muss. Aber das sieht man ja dann nachher im Video. Hier die gelbe Karte zu geben, habe ich noch nie gesehen. Auch der Schiedsrichter. Ich habe gesehen, gesagt, wie aufgeregt du warst. Ja, das, also da gibt es eine ganz klare Anweisung, ja, dass das eine definitiv rote Karte ist, wenn der Torwart 15 Meter außer hat. Das ist 16, also haben die Hand benutzt, um eine klare Torschuss zu vereiteln. Dementsprechend, das war vielleicht der Schlüsselmoment. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass wir stets ein bisschen in der Zeit hervorragend gespielt haben. Und wir müssen einfach aus unseren Fehlern lernen. Wir haben gesehen, dass wir doch eine recht junge, zusammengewürfelte Mannschaft halt auf dem Platz. Wie viele neue Spieler hattest du jetzt drin, im Verhältnis zu der alten Saison? Also wir haben 9 Neuzugänge und heute waren es, glaube ich, 6 neue auf dem Platz. 6 neue, die müssen auch erst sich mal ein bisschen finden. Ne? Genau, deswegen ist auch das, was wir dieses Jahr gesagt haben, dass wir jetzt erstmal das Gerüst erarbeiten müssen, um dann auch mit solchen Situationen, Drucksituationen umgehen zu können. Das hat man heute gesehen, das sind wir, so weit sind wir leider noch nicht. Allerdings war es auch kein schlechtes Spiel. Ich glaube, bei 11 gegen 11 haben wir doch, waren wir die bessere Mannschaft am Anfang des Spiels. Dann haben wir leider mit dem 1-0 einen ganz dummen Bock gebaut, dass wir rechts hinten nicht aufgepasst haben. Aber ja, wie gesagt, das war das erste Spiel. Am Mittwoch haben wir in Königsbrunn wieder die Chance auf 3 Punkte. Und da wollen wir dann die 3 holen, den ersten. Okay, danke dir. Danke dir.